Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von City Skylines. Ganz genau so sieht es nämlich aus, Leute. Ich habe mir City Skylines besorgt. Ja, das hatte ich schon vorher, aber als einer ganz anderen Version, eine inoffizielle Version. Ne? Die kann man natürlich inoffiziell irgendwo runterladen. Aber naja, ist ja egal. Ne? Ich habe es mir legal besorgt bei Steam. Hat nicht gerade viel gekostet, keine Ahnung wie viel, irgendwas mit 4 Euro noch was. Also das Basic auf jeden Fall, ne, das Basic, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar DLCs, die man sich dazu kaufen kann. Und ja, ne, ich habe heute schon mal ein bisschen reingeguckt. Und hab mal wieder einen Frosch im Hals. Mann, ey. Ja, so ist das, wenn man raucht, ne, so ist das. Ne, auf jeden Fall, ich habe heute mal ein bisschen gespielt, ne. Und hab mir hier New York City erschaffen, und zwar nicht wie bei SimCity, sondern bei City Skylines. Hier hast du nämlich mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten, größeres Gelände kannst du dir dazu kaufen. Hör mal, das ist so geil, das Game. Ja, ich musste das einfach mal wieder zocken. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Episode draus. Beziehungsweise ein paar Episoden auf jeden Fall. So. Naja, warten wir mal ab, bis er der Laden hat, ne? Mein PC ist leider noch kein D-Zug. Aber, da die Stadt noch nicht so groß ist, dauert das halt nicht so lange, ne? So, jetzt erstmal kurz einen Schluck Wasser. So. Alles klar. Jetzt haben wir Nacht hier im Spiel. Ich habe den Tag und Nacht-Zyklus hab ich angemacht. Weil mir das am besten gefällt, so, ne? Das wird jetzt erstmal so ein kleiner Vorort von New York City. So ein ganz kleiner Vorort mit ein paar Spießerhäuschen, ne? Sowas wie das hier, ne? Sowas wie kleine Spießerhäuschen. Moment, wie sieht es eigentlich nochmal mit der Versorgung aus? Ah ja. Krankenhäuser bzw. Ärzte habe ich 4 Stück. Feuerwehr. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ganz wichtig, im Industriegebiet muss natürlich auch Feuerwehr stehen, ne? Da oben ist mein Industriegebiet. Kann man hier auch so gut sehen. Die grünen sind natürlich, ne, Wohnhäuser, wie bei SimCity auch. Die blauen Gewerbe und die gelben natürlich Industrie. Okay. Die Statistik sagt hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Na gut, dann füllen wir doch mal hier die Dingse weiter außen. Die Dingse weiter außen. Bauen wir nochmal eine Straße hier entlang. Moment, baue ich die jetzt komplett durch? Ich glaube, ja. Gibt mir zwar ein so ein Gewerbehäuschen flöten, aber ne, es ist ja alles markiert. Also können sie sich nachrüsten. Wenn Nachfrage besteht. Nach Gewerbegebiet natürlich. Oh, die Sonne geht auf. Wo haben wir denn die Sonne? Wo ist das? Wo ist denn? Wo kann man nicht nochmal drehen hier? Wo geht die Sonne nochmal auf? Hinter mir, ne? Da. Ganz schön. Ne, Moment. Geht die Sonne da auf? Ja, ne? Das ist doch die Sonne da hinten. Natürlich. Sieht man so schön im Wasser reflektieren. Ah, oh, ist das herrlich. Ein neuer Morgen bricht an. Ein neuer Morgen bricht an in New York City. Ich finde das Spiel so richtig geil. Richtig geil gemacht. Richtig geil. Also es ist richtig geil, dass man hier noch Gebiete dazu kaufen kann. Ich habe mir hier 2 Gebiete, glaube ich, noch dazu gekauft. Ich habe momentan unendlich Geld. Das kann ich aber ausmachen. Und zwar, wenn ich unter... Nee, nicht unter Option, sondern... Ah ne, da muss ich im Hauptmenü sein. Naja, im Hauptmenü kann man mehrere Mods auswählen. Da sind schon so standardmäßige Mods mit eingebaut, wie unendlich Geld und Meilensteine und dies und das. Ne, also Fortschritte halt. So, was sagt denn der nächste Fortschritt hier? Meilensteine. Geschäftige Kleinstadt. Einzigartige Gebäude. Wintermarkt. Chirp X. Startgelände. Naja, das ist der Chirp hier, ne? Der kleine Vogel hier. Kleine blaue. Sieht aus wie der von Twitter, ne? Irgendwie. Naja, obwohl ich nicht bei Twitter bin. Also, ich mag diese Plattform überhaupt nicht. Instagram, ja, werde ich mich nochmal anmelden müssen, weil, ne, ich habe meine ganzen Einlogdaten irgendwie vergessen. Naja. Ist ja egal. So.
Wie sieht es eigentlich mit dem Abwasser aus? Oh, da fließt schon die Kacke richtig in Richtung Flussende, ne? Das staut sich da hinten schon irgendwo. Moment, wo war das? Hier, da hinten sieht das. Das staut sich da schon. Ich muss das irgendwie ändern. Ich weiß nicht, ob das da bleibt oder... Ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar Tipps und Tricks bei anderen YouTubern reinziehen. So, wie sieht es denn aus mit der... Ja, was, mach mal zu, das Ding, das nervt. So, da bastelt sich auch schon wieder ein neues Gebäude hin. Schätze ich mal ein Mehrfamilienhaus oder so. Ja, das dürfte ein Mehrfamilienhaus sein. Oh, sieht doch nice aus. Schön. Viel schöner als bei SimCity. Ehrlich. Richtig schön gemacht, das Game. Ich werde mir definitiv noch ein paar DLCs dazu kaufen, wie Green Cities oder... keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Da gibt es so etliche, richtig viel DLCs, die man sich dazu kaufen kann. So, wie ist denn die Nachfrage? Wohnhäuschen. Okay, eins wollte ich jetzt nochmal kurz gucken. Ärzteversorgung. Ab wann kann ich denn hier das Krankenhaus bauen? Ab 5000 Einwohnern. Momentan 4212. 2004, ja, okay. Es steigt langsam, ne? Kontinuierlich steigt es auf jeden Fall. Aber ich brauche auf jeden Fall in jeder Ecke eine ärztliche Versorgung. Eine Feuerwehr wäre auch nicht schlecht hier in der Ecke. Die könnte ich rein theoretisch hier in der Ecke platzieren. So. Da ich jetzt momentan sowieso unendlich Geld habe, ist mir das relativ wurscht. Aber ich muss auch darauf achten, wenn ich das wieder umstellen sollte. Auf Verdienst, ja, ohne unendlich Geld. Dann muss ich auf jeden Fall ordentlich Plus in der Woche machen. Sonst ist es nämlich scheiße. Oh, da fehlt Strom. Da fehlt Strom. Wie viel haben wir denn jetzt? 78 von 120. Okay. Das war natürlich scheiße platziert jetzt gerade. Dann resten wir nochmal ab. Das war die Feuerwehr, ne? Das war die Feuerwehr. Hier haben wir das Krankendingsbums. Moment, wenn ich die Feuerwehr hier hinballer? Ne, da sind die hier drüben nicht versorgt. Na ja gut, Moment. Die wollten noch ein paar mehr Einwohner haben. So. Mal selber markieren hier. So viele, wie ich will. Man sollte übrigens, ne, von der Stadt entfernt bauen. Also, die haben auf jeden Fall Lärmpotenzial. Und zwar hier. Die rot markierten Stellen, also die Industrie ist natürlich am lautesten und das Gewerbegebiet ist nicht so laut. Also das ist jetzt noch im Grenzbereich, ne? Da ich hier so einen kleinen Puffer habe dazwischen, wird es die Leute nicht wirklich stören, wenn hier so Lärm herrscht, ne? Wenn hier so richtig Trubel ist. Deswegen habe ich da ein bisschen, ja, so eine kleine Pufferzone dazwischen gelassen. So, was fehlt jetzt noch? Feuerwehr, ne? Genau. Feuerwehr. Wie sieht's mit dem Strom aus? Okay. Die blaue Fläche breitet sich langsam aus. Ich mach das mal ein bisschen schneller hier. Bisschen fast forward. Damit sie sich da hinbasteln. Ja. Läuft. Läuft auf jeden Fall nicht gerade schnell mit dem Einzug, ne? Moment, hier wollte ich auch irgendwas anderes hinbasteln. Was haben wir denn hier eigentlich? Feuerwehrwache. Okay, hier haben wir eine kleine Pufferzone. Da wollte ich auf jeden Fall auch noch was hinbasteln. Warum ist das hier nicht markiert? Moment, was ist das hier überhaupt? Ach, Arztpraxis, okay. So, wie weit geht denn hier die Stromversorgung? Dann ziehe ich hier doch mal Stromkabel bis hier hinten durch. Kann ich die nicht auch irgendwie unterirdisch ver... Nee, geht nicht. Scheiße. Ich kann die nur oberirdisch verlegen. So eine kleine Stromtrasse hier hin. Aber naja, muss ja nicht. Hier im Wohngebiet kann das ruhig so sein. Ist egal. Ist zwar nicht schön gesehen, sowas, ne? Da hätte man doch lieber Stromkabel unter der Erde. So wie es normalerweise
normalerweise der Fall ist, ne? In Innenstädten oder in Vororten. Ja, manchmal sieht man auch, ne, so Stromtrassen. Stromtrassen sieht man auch überall in ländlichen Gebieten oder so, ne? Da wo nicht so viel verbaut ist, ne? Also nicht so viele Leute wohnen. Da die halt, ja, das Blickfeld und ja, die Natur ein bisschen schändlich gestalten, ne? Also sieht auf jeden Fall blöd aus in der Natur. So, warum hat der jetzt hier keinen. Heißt das, der hat keinen Abnehmer oder was? Warte mal, wenn ich jetzt eine Feuerwehrwache hier hinballer. Was passiert? Ist die Stromversorgung? Ja, sie wird hergestellt. Okay, perfekt. Perfekt. So, es ist noch Nachfrage nach Wohngebieten. Deswegen ziehen wir doch noch ein bisschen länger das Ding in hier. Ach komm, füllen wir das hier komplett aus. Wie sieht es eigentlich mit der Schulbildung aus hier in der Ecke? Ich habe drei Grundschulen und eine Oberschule. Da könnten wir rein theoretisch noch eine Grundschule dahin pfeffern, weil die hier sind noch nicht versorgt mit Schulen. Und das ist natürlich blöd. Jede Straße braucht eine Schule. Mindestens eine. Ja, bauen wir die doch. Oh ne, das ist so ein Scheiße. Die hat nicht so ein. Die haben nicht so eine riesen Reichweite, ne? Das ist total blöd, ey. Und wenn ich jetzt hier irgendwas wegreiße, ist das auch scheiße. Aber ist eigentlich halb so wild. Warte mal, was ist das hier überhaupt? Wohngebiet. Wo könnten wir denn hier eine Grundschule. Moment, was ist das hier? Grundschule. Okay, dann, würde ich sagen, ballern wir die Schule doch genau gegenüber. Wo ist die? Wo war die? Wo war die? Wo war die? Wo ist die scheiß Grundschule jetzt? Da. Okay, dann muss ich mir merken, neben dem Park. Okay. Naja, das sehe ich so. Bin ich blöd, das sehe ich doch so oder so. Das ist doch lila markiert. Ja, dann baller ich doch hier noch eine hin. Ja, da freuen sich die Leute, da gehen die Smileys auf. Und, so eine Oberschule. Warte mal, wie sieht eigentlich mit der Bildung aus? Gut gebildet, 24. Hochgebildet, ja, natürlich nicht, ne, weil keine Universität. Und, ja, stinknormal gebildet, 32%. Ungebildet, 44%. Ja, lecko funny, Alter. Da muss ich aber auf jeden Fall was tun, ne? Sonst sieht das doch nicht. Ah, ne, da sind die Stromtrassen. Moment, warum habe ich überhaupt. Habe ich hier überhaupt Stromtrassen? Haben die Strom? Haben die überall Strom? Ja, die haben überall Strom. Perfekt. Ja, dann kann ich ja hier auch noch ein paar Häuschen hinbauen. Aber erst die Schule, würde ich sagen. So. Dann noch hier eine hin. So. Wie sieht es jetzt mit der Reichweite aus? Ja, da ist grün. Hier ist alles grün. Immer schön in den Wohngebieten hin basteln, ne? Sonst haben wir ein Problem. So, dann würde ich sagen. Ach, hier ganz in der Ecke, oder? Ganz hier hinten in der Ecke noch eine hin. Und bis wohin gehen die Wohngebiete? Bis dahin. Also würde ich sagen, hier irgendwo noch so eine Schule hin. Eine Oberschule vielleicht. Hm. Da passen auf jeden Fall ordentlich Leute rein. Nur das Problem ist. Warte mal, warum. Was ist das hier? Arztpraxis, okay. Schulbildung. Ja, hm. Eine Bibliothek könnte ich noch dahin pfeffern. Habe ich überhaupt eine? Ja, da habe ich eine. Eine Bibliothek habe ich. Ah, hier können sie sich auch bilden, ne? Also ich meine, lesen bildet. Oder nicht? Denke ja, ne? So, dann haben wir jetzt hier schon mal eine Bibliothek. Grundschule deckt auch einiges ab hier. Oberschule. Ja, die deckt eigentlich hier oben nur ab. Wie viel gehen da jetzt überhaupt drauf? 600 auf jeden Fall. Über 660 von 1000 Studenten. Oberschüler in der Stadt. Okay, ja, klar. Okay. Ich muss einmal kurz die Grundschulen nochmal durchforsten. Moment. Warum habe ich das jetzt markiert? Mach ich das doch anders hier. Schule, Schule, Schule hier. So. Grundschule. 41.
39, 77, 75, 76, okay. Ja, ne? Da, werden, das, da gehen auf jeden Fall ordentlich Schüler drauf auf die Schulen. Das ist doch gut. Da hatten wir über 600. Und Bibliothek. Was sagen denn die Bibliotheken? 32, 32 die Woche, 37 in der Stadt. 5 pro Woche, ja gut, das ist klar, ne? Hab ich gerade dahin geballert, deswegen noch so wenig. Aber immerhin, ne? Die Bildung kommt langsam, ne? Also, ungebildet schrumpft und die Bildung steigt. Oh. Nachfrage nach Wohngebieten. Wann kann ich denn endlich mal hier die mittelgroßen oder die dicht besiedelten? Erreichen Sie eine Bevölkerung von 7500? Ja, fuck doch die Henne, ey. Oh Mann, das dauert ja noch. Ich habe noch gerade mal, 4500, ey, oh Mann. Naja gut, dann erweitern wir ein bisschen die Wohngebiete. Ja, auch noch. So, ist zwar nah an der Innenstadt. Aber das ist eigentlich wirklich wurscht. Wie sieht es eigentlich mit Pflanzen aus? Kann ich hier irgendwo noch Pflanzen hinballern? Stand hier? Pflanzt mit. Platz mit Bäumen. Achso, das sind Parks oder was? Ja, das sind Parks. Kann ich hier nicht einzelne Pflanzen hinbasteln? Was haben wir denn hier? Ey, geil, Alter. Guck mal, hier kannst du noch Ambiente dran klatschen. Bänke, Mülltonnen. Ist ja geil. Alter, guck dir das an. Wippen. Karussell! Alter, ist das geil. Guck dir das an hier. Stehender Stein, Alter. Kannst du hier... Alter, hier kannst du... Stonehenge kannst du hier noch hinbasteln. Ist das geil, oder was? Da kannst du Stonehenge hinbasteln. Was haben wir denn sonst noch hier? Was ist das hier? Kiosk. Alter, die... Ey, hier gibt's sogar Kiosks. Ist ja geil. Ups. Das war jetzt irgendwie die falsche Taste. Anscheinend geht das auf Y. Was haben wir hier? Kiosk. Noch ein Kiosk. Ein Fastfood-Kiosk. Was haben wir hier? Zeitungskiosk. Alter, hier kannst du echt so viel Kleinkram mit reinpfeffern. Aber wie geht das? Kann ich das nicht direkt an die Straße basteln? Doch, geht. Da. Oder? Nee. Ah, ich glaube, das ist für Parks oder so, ne? Das ist so für Parks gedacht. Hier, Parkbank. Ja, sieh ja. Ey, ist das geil. Ich bastel mir auf jeden Fall einen Central Park hin. Auf jeden Fall. Guck mal, Alter, wie viel krasse Details es hier gibt. Ist ja der Hammer. Food Trucks, Alter. Ich geh kaputt. Ey, hier gibt sogar Food Trucks. Haben wir hier keine Bäume, die ich pflanzen kann? Ich würde hier keine Bäume pflanzen. Oder brauche ich da eine DLC für? Ich hätte nämlich gerne einen so einen kleinen, ja, so einen kleinen Puffer dazwischen, ne? Oh, was habe ich denn jetzt dahin gebastelt? Das wollte ich gar nicht. Ups. Upsi, upsi. Nein, nein. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ist blöd. Das war aber mein Fehler. Das wollte ich eigentlich gar nicht dahin basteln. So. Habe ich da jetzt irgendwas wegrasiert? Ich glaube nicht, oder? Naja. So. Hier haben wir auf jeden Fall einen Lärmpuffer. Lärm. Hier. Ja, da ist auf jeden Fall nicht gerade viel Lärm aus der Stadt. Ja gut, Gewerbegebiet und Industriegebiet, ja, die müssen auf jeden Fall in der Nähe sein, damit die halt einen kurzen Versorgungsweg haben. Und, ja. Okay, wisst ihr was? Ich belasse die Folge jetzt erstmal auf 20 Minuten, ungefähr. Und, ich bedanke mich fürs Zusehen, vorerst. Wenn ihr weiter reinschauen wollt, könnt ihr es gerne tun. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich unterstützt. Moment, was haben wir hier? Warum ist das nicht markiert? Ach so, da ist eine Müllhalde. Müllhalde. Genau, da war die Müllhalde. Okay, wie gesagt, ne? Ich bedanke mich halt fürs Zusehen, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleine Bewertung würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und ciao, mit au.